Guten Morgen. Hallo. Und damit sind wir zurück bei Let's Play Soulstorm. Ach was. Der Typ hat ja noch was. Tja. Es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass ich die Taufe nicht hier bei Let's Play Soulstorm. Dawn of War. Soulstorm. In Kircharad. Oder? Ja. Tja, das letzte Gebiet, das für den Necrons gehalten wird. Die halten sich eisern. Aber wohl eher deswegen, weil die Necrons relativ... Ach du verfluchte Scheiße. Heilige Maria. Ich fürchte Scheiße. Ach du heilige Maria, wo ist der Feind? Wo ist das Schwein? Adepta Sororitas bereit zum Dienen in der Dunkelheit. Ich weiß echt nicht, wo der Typ ist. Ich weiß es auch nicht genau. Aus Logikgründen müsste er hier eine Basis haben, mindestens eine Basis. Oh, verflucht. Adepta Sororitas bereit zum Reaktor gibt uns Kraft. Große Schwestern des Adeptus Sororitas. Hey. Disziplin und Hingabe wanken nie. Cool. Okay. Wie schon gesagt, in letzter Folge haben wir groß triumphiert. Hey, ich habe eine Basis gefunden. Hey, fällt mir. In letzter Folge haben wir hochgradig gegen gegen Dark Elder triumphiert. Sie in die Vergessenheit geworfen. Aus dem Grund habe ich mich auch nicht an den Namen erinnert. Nun vernichten wir ein letztes Mal die Necrons auf diesem wunderschönen Planeten aus Wüstensand geformt. Relativ traurig deswegen. Die Necrons sind cool. Aber Mensch. Ich fürchte, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen. Tja. Ihr reißt einmal ganz schön ein Loch hier in diese ganze Verteidigungsstreitmacht. Boom. Denn das könnt ihr ja so gut. Da geht ihr auf. Wir sind Diener des Gottimperators. Ja. Kann der Elder überhaupt eigentlich schon mal dieses Spiel eingeführt? Ich wüsste das überhaupt nicht. Haben wir uns hier gewonnen haben. Dafür haben wir die Dark Elder, die Hauptbasis des Chaos, fünfmal angegriffen. Und mir ist das Herz fast stehen geblieben. Das wäre wieder so typisch Let's Play-Effekt. So, das war das. Schaue ich doch mal hier rauf. Unser Imperator gibt uns Kraft. Apropos Let's Play-Effekt. Ist mir relativ lang nicht mehr aufgefallen in der Hinsicht. Nur die Glaubenden nicht sind unterwegs. Sind schon mal in letzter Zeit größere Fails passiert? Mir zumindest. Ich glaube nicht. Disziplin und Hingabe wanken. Hoffe nicht. Ich mache mich doch nicht hier zum Affen vor euch. Gib mir etwas zum Verbrennen. Hey, Pyromane. Sie werden niemals siegen. Hey, Billy. Weißt du, was ich jetzt für eine Schule gegangen bin? Nein. Ich habe einen Pyromanenkurs gemacht. Ich darf jetzt Sachen anzünden. Toll. Oha, was haben wir hier? Ein Lebenszeichen. Tja, ja. Die Versprecher mit Pyromanen und Pyrotechniker. Gleich wie, ich erinnere mich auch genau, als ich mal da auf Englisch so eine Nachrichtensendung gesehen habe, als gerade dieser Barack Obama an die Macht kam, oder? Habe ich eine Nachrichtensendung gesehen und der Typ hat echt Präsident Osama gesagt. Ach ja, das sind Zeiten. Oh, hier haben wir ja eh schon. Schön gefunden.
Brennen sollen sie. Brennen. Hört auf den Emulator und brennt. Ich frage mich zwar, wie Stahl brennen kann, aber... Ich weiß, Beton kann brennen, aber... Sieht ja toll aus. Ja, immer noch etwas müde. Echt gut. Ja, ist das denn der Account aus? Ach, keine Chance gegen Bambino. Keine Chance. Chance, Chance, Chance. Weg. Weg. Alle weg. Die Leiche von Alten bleibt da mal liegen. Du kannst ruhig auch herkommen. Gibt es keine größeren Geheimnisse mehr. Diese Sprüche sind so gewaltig gut. Ja. Alles geht in Flammen auf. Die Sprüche eines Emulators sind so absolut der Hammer. Sie sind Hammer. Tja. Ich glaube, sie ist doch mehr Pyromanin als Pyrotechnikerin. Seht, wie es ihr gefällt. Es geht sie in ihren Augen. Was ist das, Albträume? Ach Mensch, wirklich. Muss das sein? Tja. Das ist unser Ziel. Mädchen. Dann erschlag einmal. Und quatsch ich nur dauernd davon. Wow. Ach so. Brennen. Schöner Spruch. Brennen. Brennt. Stählerne Bestien. Das war's mit den Necrons. Endlich ausgelöscht. Es gibt kein Lebenszeichen mehr von ihnen. Das war meine 15. Eroberung schon. Toll. Das geht dahin wie Sau. So, dann wäre die Rüstung auch komplett. Sieht sehr nobel aus. Gefällt mir sehr. Ja. Cool. Sicher auch in die Hose. Ja. Diese Orksgebiete halten sich irrsinnig mächtig. Irrsinnig mächtig. So. Dann in die Oberwüste. Cooler Name. Tja. Typischer Elder-Spruch halt. Die Elder haben wir auch, glaube ich, erst einmal gekämpft, oder? Nein, noch nie, oder? Die Elder haben sich immer zurückgehalten. Feiges Volk. Gut, und damit würde ich sagen, mit unserem neuen Savitor-Freund, bei der schönen Sturmbasis. Bitte. Coole Erzählerstimme. Mehr als alle anderen Völker beschäftigen sich die Eldar mit der fernen Vergangenheit und der fernen Zukunft. In Visionen sah Runenprophetin Caeris das Wiedererwachen ihrer alten Feinde, der Necrons, auf Kaurava 3 vorher. Ein Warp-Portal, das seit vielen Jahrtausenden nicht genutzt worden war, erwachte zu neuem Leben. In einem winzigen Augenblick wurde ein öder Bereich des Wüstenplaneten zu einer wachsenden Operationsbasis. Und die Eldar begannen aus ihr herauszuströmen. Ebenso schnell entzog sich diese Festung wieder den Blicken. Sie wurde durch eine List der Eldar verborgen. Die Eldar hatten nämlich schon vor langer Zeit begriffen, dass kein Bollwerk, egal wie stark, den langsamen Fortschritt der Necrons aufhalten konnte. Nur Illusion, Betrug und Fehlleitung konnten dieses Ziel erreichen. Und dies sind genau die Dinge, in denen die Eldar unerreicht sind. Die Eldar
Eldar hatten eine große Herausforderung für ihre Invasoren vorbereitet. Mit allen Finden und Betrügereien, die sie aufbringen konnten. Diese Festung war nicht nur eine Stellung, nicht nur eine strategisch wichtige Stelle, nicht nur die Lagerstätte vieler Eldar-Geheimnisse. Nein, durch ihre lange Geschichte war sie für die Weltenschiff Eldar ein Heiligtum geworden. Und dementsprechend wollten sie sie verteidigen. Ich habe auch eine Vision. Ich träume von Feuer. Cool, oder? Sie kommen. Sind wir vorbereitet? Ja, Runenprophetin, aber... Ja? Müssen wir kämpfen? Wir werden kämpfen müssen. Sie dürfen keinen Verdacht schöpfen. Sie sollen kommen. Das Offensichtliche erwartend. Das Einfache. Das Kunstlose. Sie werden in die Dunkelheit stechen. Mit wirren Köpfen und beunruhigten Herzen. In der Zwischenzeit werden wir ungesehen aus 10 Richtungen erscheinen. Und aus jeder davon einen tödlichen Schlag landen. Genau. Betonung liegt auf tödlich. Kennen Sie die Geschichte dieses Ortes, den wir Essel, Irtanil und die jungen Völker die Oberwüste nennen? Wir, die Elder, haben hier in früheren Zeiten unser Kriegslager aufgeschlagen. Ja, so ist das. Unsere Ahnen kamen hierher, um die Nikrons zu bekämpfen, als sie wie eine überwältigende Woge über die Welten schwappten. Dieses System war eine ihrer Stufen der Zerstörung, ihre Gießerei der Untoten. Unsere Ahnen haben sie hier besiegt. Wir bauten unsere Kriegsoperationszentrale hier als Illusion auf. Keine brutale Armee, keine Streitkraft konnte ihre Geheimnisse aufdecken. Und das wird auch nie passieren. Nein, es ist mehr als eine Illusion. Dieser Ort, den unsere Ahnen geschmiedet haben, ist eine Falle. Er ist ein Netz, das mit Blättern bedeckt ist, auf denen wilde Bestien laufen, weil sie von einem blutigen Köder angelockt wurden. Sie werden gefangen und sind dann der Willkür des Jägers ausgeliefert. Nein, wir werden unser Geheimnis wahren. Keine Streitmacht kann ein Ziel angreifen, das sie nicht findet. Wir werden unsere Stellung in dieser Welt nicht aufgeben. Kaurava gehörte einst uns und es wird uns wieder gehören. Tja, diese Stimme von dem Hunenleser war so überragend. Da unten ist die Festung der Eldar. Wir werden sie mit Feuer reinigen und uns das Land Lass im Namen des Imperators aneignen. Ein Zeichen setzen. Im Namen des Imperators aneignen ist... Ja, ja, immer cool, oder? Ja, ne, ja, ne, ne, ja, ja. Sie sind da. Wir werden Märtyrer sein. Ist es jetzt Zeit? Fast. Noch nicht ganz. Schnell, in Sicherheit. Wir gehen in seinem Licht. Das erinnert mich so dermaßen stark an. Kapelle und Servitor sind eingetroffen. Die Operation kann beginnen. Ich gehe davon aus, dass die Straße, die vor uns liegt, lang und gewunden ist. Das falsche Bild. Aber... Ah, seht ihr das? Meine Basis steht hier. Cool. So. Bum. Ich höre, so. Wie wenig ihr die Eldar versteht. Ihr seid in unsere Falle getappt. Glaubt nicht, ihr könntet ihr lebend entkommen. Vom Blitz bis zum Sturm. Imperators, ihr werdet für diese schwachsinnigen Betrügereien bezahlen. Ach, das liebt meine Selena ja. Wenn man sie verarscht. Der Imperator gibt uns Kalt. Es gibt nichts, wo es sie... Ja, das Chaos ist noch ein kleines Stückchen darüber. Was ich an dieser Karte besonders hasse, ist Doppelpunkt das. Ich
Seiten, 4 Seiten, 1, 2, was? Kann ich von 5 Seiten angegriffen werden? 1, 2, 3. Tatsache, es sind 4 Seiten. Alle werden getötet. Okay. Die Elder müssen relativ schnell und schmerzlos ausgelöscht werden. Das ist das Ziel. So lautet der Plan. Und niemand wird mich daran hindern. Ungläubige müssen sterben. Nein, niemand wird mich hindern. Weshalb lasse ich meine zwei Jungs da? Das ist ein kleiner Schmäh. Ich sage es euch später, wenn es soweit ist. Vielleicht schon in der nächsten Folge, wenn wir diesen Angriff zurückgeschlagen haben. Nächste Folge, glaube ich, können wir jetzt ziemlich viel erklären. Die nächste Folge von Let's Play Dawn of War Soulstorm. Tschüss. Bis denn.